Hi Gude und herzlich willkommen zu einem neuen Teil unseres Hörbuches zur Harry Potter Fanfiction Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Wenn dir dieses Hörbuch der Fanfiction gefällt und du es als MP3 herunterladen möchtest oder einfach nur das Projekt unterstützen möchtest, kannst du das jetzt auf Patreon tun. Den Link findest du in der Videobeschreibung. Kapitel 166 Rätselraten. Den Weg vom Turm hinunter über die sich bewegenden Treppen gingen Ginny und Draco nur schleppend. Was jedoch nicht an den benebelten Aromen in Professor Trelawneys Klassenzimmern lag, sondern an dem anfangs unbegreiflichen Ereignis, eben einer Prophezeiung beigewohnt zu haben, von der die Lehrerin für Wahrsagen nichts zu wissen schien. Die kleine Pause war längst vorüber, zur nächsten Stunde waren sie bereits viel zu spät dran, doch sie beeilten sich nicht. Stattdessen wurde Ginny erst langsamer, setzte sich dann auf die Stufe kurz vor dem Treppenabsatz des vierten Stockes. Draco hielt an und lehnte sich an das steinerne Geländer. Sie waren vollkommen allein. »Was mag das zu bedeuten haben?« wagte Ginny leise zu fragen. Sein Blick huschte nachdenklich hin und her. »Etwas mit dem dunklen Mal, ganz sicher.« »Wem erzählen wir davon?« »Harry«, kam es von Draco wie aus der Pistole geschossen. »Wem sonst? Harry und vielleicht Hermine.« »Und was ist mit Dumbledore?« Ginny stand wieder auf und hielt ihre Bücher mit beiden Armen vor ihrem Oberkörper, als wollte sie sich vor etwas Unsichtbarem schützen. »Harry kann entscheiden, wer davon erfahren soll.« Ginny nickte. »Es gibt eine Meldepflicht dafür.« Sie hatte leise gesprochen und blickte ihm nun direkt in die Augen. »Prophezeiungen müssen beim Ministerium gemeldet werden.« »Und wenn es gar keine war?« Woher sollen wir wissen, ob Trelawney von ihren Kerzen nicht einfach etwas, sagen wir mal, berauscht war? Beide konnten an nichts anderes mehr denken, als daran, jemandem davon zu berichten. Harry hielt noch Unterricht, aber Hermine wäre momentan zu erreichen. Das würde bedeuten, dass einer von ihnen den Unterricht schwänzen müsste, wenn sie ihr sofort Bescheid geben wollten. Und das wollte zumindest Ginny. »Was haben wir jetzt?« wollte sie wissen. »Geschichte der Zauberei. Er hat vor 15 Minuten angefangen.« »Ach du meine Güte!« Ginny seufzte. Die Entscheidung, dem Unterricht fernzubleiben, fiel ihr nicht schwer. »Ich gehe zu Madame Pomfrey. Kannst du mich bei Bens krank melden?« Er grinste gezwungen, weil er sich selbst und auch ihr die Befangenheit nehmen wollte, die seit der letzten Stunde über sie gekommen war. Besonders Draco konnte kaum einen klaren Gedanken fassen, denn er war sich sicher, dass die Prophezeiung die restlichen Todesser betreffen würde. Die von Trelawney benutzten Worte Feuer und Brand hatten seiner Meinung nach einen bitteren Beigeschmack. Es jagte ihm Angst ein, doch das wollte er nicht zeigen. »Fängst du doch an zu kränkeln? Mein Ohnegleichen ist mir wohl sicher«, scherzte er halbherzig. »Gut, ich sage Bescheid. Aber am besten bringe ich dich hin, damit Pomfrey mir eine Bescheinigung aufstellen kann, warum ich zu spät.« »Mr. Malfoy? Miss Weasley?« hörten beide eine wohlbekannte, zischende Stimme sagen. Mit einem Buch unter den Arm geklemmt, welches er sich eben aus der Bibliothek geholt zu haben schien, war Severus mit wenigen Schritten bei ihnen. »Professor Snape?« grüßte Draco respektzollend. Doch bevor er ihre Situation erklären konnte, machte Severus ihnen bereits Vorwürfe. »Was tun Sie hier außerhalb der Klassenzimmer? Haben Sie beide keinen Unterricht?« Durch verengte Augenlider fixierte er Ginny, die ihren Blick senkte. Das Wort ergriff Draco. »Es geht Miss Weasley nicht sehr gut, Professor. Wir haben eben entschieden, dass ich sie zur Krankenstation bringe, um...« »Den Unterricht zu schwänzen?« Severus zog beide Augenbrauen in die Höhe, bevor er sich Ginny zuwandte und sie von oben herab musterte.
Sie sehen nicht gerade sehr mitgenommen aus, Miss Weasley. Um welche Art Beschwerde handelt es sich denn? Draco wollte sich für sie einsetzen. Sir. Ich habe nicht mit Ihnen gesprochen, Mr. Malfoy. Also, Miss Weasley, keine Lust auf Geschichte der Zauberei? Möchten Sie stattdessen vielleicht lieber den Boden wischen? Severus. Aufgrund seines von Draco verwendeten Vornamens wandte er seinen Kopf so schnell, dass ein leises Knacken zu hören war. Ich lege Ihnen nahe, Mr. Malfoy, zischte er. Auf eine persönliche Anrede während des Unterrichts zu verzichten. Wieder an Ginny gerichtet, fragte er erneut. Was für eine Beschwerde haben Sie? Es war vorherzusehen, dass Ginny und Draco dieser Situation nicht entkommen könnten und zum Unterricht gehen müssten, zudem auch noch Punkteabzug fürs Trödeln bekommen würden. Deswegen riss sich Ginny zusammen und bedeutete Severus mit einem Wink ihres Zeigefingers, dass er ihr ein Ohr leihen sollte. Er verzog den Mund, kam der Aufforderung aber zögerlich nach und beugte sich zu ihr, sodass sie ihm leise etwas mitteilen konnte. Draco beobachtete, wie Severus erst angestrengt zuhörte, dann die Augen weit aufriss und das Gesicht angewidert verzog, bevor er sich wieder aufrichtete und sagte: Genug. Lassen Sie sich von Mr. Malfoy schon in den Krankenflügel begleiten. Irritiert blickte Draco seinen Patenonkel an, der fluchtartig das Weite suchte, während Ginny sich ein Grinsen nicht verkneifen konnte. Was hast du ihm gesagt? Sie setzte sich wieder in Bewegung und er folgte ihr. Derweil blickte sie ihn über die Schulter an. Ich habe ihm gesagt, ich würde unter Menstruationsbeschwerden leiden. Diesmal verzog Draco das Gesicht, hörte aber weiter zu. Ich bin davon ausgegangen, er würde aufhören nachzuhaken, weil kaum ein Mann gern über so ein Thema spricht. Da muss ich dir zustimmen. Ich gehöre übrigens auch zu den Männern, nur so als Hinweis. Ich habe doch aber gelogen. Ich will das gar nicht wissen. Madame Pomfrey hatte Draco eine Bescheinigung für das Fehlen von Miss Weasley mitgegeben und eine Entschuldigung für sein Zu-spät-Kommen zum Unterricht. Ginny würde jetzt Termine aufsuchen, während er die Aufgabe hatte, falls sie zu dem Zeitpunkt nicht schon zurück wäre, Harry vor dem Mittagessen abzufangen. An Hermines Tür stehend, flehte sie leise. Bitte, Hermine, sei da, bitte. Ihr Klopfen wurde gehört. Zaghaft öffnete sich die Tür und als Hermine ihre beste Freundin bemerkte, da schien sie erleichtert, weil sie offenbar mit jemand anderem gerechnet hatte. Ginny, hast du nicht noch Unterricht? Etwas an Hermine war anders, dachte Ginny. Ihre Stimme war monoton. Sie hörte sich an, als würde sie etwas sehr belasten. Doch bevor sie darauf einging, trat sie ein und schloss die Tür hinter sich wieder. Trelawney hat eine Prophezeiung gemacht, sprudelte es aus Ginny heraus. Hermines Stirn schlug Falten. Sie war skeptisch und zeigte sich kein bisschen überwältigt von dieser Information. Bist du sicher? Draco hat sie auch gehört. Der Arme war am nächsten dran. Danach wusste Trelawney von nichts. Mit einer Mischung aus Neugier und Sorge kniff Ginny die Augen zusammen, weil Hermine einen sehr abgeschlagenen Eindruck machte. Du hast doch selbst mal gesagt, dass man sich an eine Prophezeiung, die man gemacht hat, nicht erinnert, im Gegensatz zu Visionen. Ja, schon. Aber bei Trelawney bin ich mir da nicht so sicher. Ich halte nicht viel von Wahrsagerei. Hermine wandte sich von ihrer Freundin ab und ließ sich antriebslos auf die Couch sinken. Ihre Mimik verriet nur eines, nämlich dass sie besorgt zu sein schien, aber nicht wegen der Prophezeiung. Es musste ernst sein, dachte Ginny, wenn Hermine nicht einmal fragte, wie der Wortlaut der Prophezeiung war. Hermine, was ist nur los? Fragte Ginny vorsichtig und erntete damit einen Blick von ihrer Freundin, der so viel Verzweiflung innehatte, dass sie hinüberging und sich neben sie setzte. Hermine? Der Klang ihrer tröstenden Stimme ließ Hermines Unterlippe einen Augenblick beben. Hermine? Die zuvor sachte, bebende Unterlippe begann nun zu zittern. Hermine hielt sich beide Hände vors Gesicht und holte kräftig Luft.
Nun zitterten auch ihre Hände und ihr Oberkörper schüttelte sich. In weiser Voraussicht legte Ginny einen Arm um Hermines Schultern, unterließ es jedoch, ein weiteres Mal nachzufragen, was sie so belasten würde. Ich... Hermine schluckte, um ihre Stimme unter Kontrolle zu bekommen. Ich kann mich jetzt nicht auch noch um eine Prophezeiung kümmern. Ich kann nicht. Ginny strich ihr in kreisenden Bewegungen über den Rücken und machte damit deutlich, dass Hermine sich nicht kümmern müsste. Ich dachte nur... begann Ginny mit ruhiger Stimme. Die Prophezeiung könnte mit Todessern zu tun haben. Das glaubt jedenfalls Draco. Hier blickte Hermine interessiert auf. Es war ihr unangenehm, sich von ihrer schwachen Seite gezeigt zu haben, doch Ginny hatte sie in Kriegszeiten noch ganz anders erlebt. Warum mit Todessern? Mit warmer Stimme gab Ginny den Anfang wieder. Ein jet schwarzes Symbol auf schneeweißem Grund. Das kann nur eines bedeuten, oder? Nach vorn blickend ließ sich Hermine diese Worte durch den Kopf gehen. Ihre Gedanken wirbelten so schnell umher, dass jeder Tornado vor Neid erblassen würde. Innerlich stöhnte sie. Momentan war ihr alles zu viel. Sie wollte endlich Lösungen und Erklärungen, ohne dafür auch nur ein einziges Mal noch einen kleinen Finger krümmen zu müssen. Doch das blieb ihr verwehrt. Unerwartet nickte sie Ginny zu und rang sich ein Lächeln ab. Hast du dir alles gemerkt? Ich denke schon. Ansonsten zeige ich's dir im Denkarium. Zustimmend machte Hermine den Vorschlag. Jetzt gleich? Okay. Während Hermine und Ginny bereits ins Erdgeschoss gingen, um die Erinnerungen an die Prophezeiung anzuschauen, saß Draco hin- und herrutschend auf seinem Stuhl, ignorierte die eintönige Stimme von Professor Binns und wartete auf den Unterrichtsschluss. Von links hörte er jemanden flüstern. Sag mal, was ist denn los? Es war Gordian gewesen, der Draco ungläubig anblickte. Nichts, log Draco. Weitere Fragen wurden vereitelt, denn der Unterrichtsschluss wurde eingeläutet und Draco war der Erste, der Professor Binns Räume verlassen hatte. Durch die Flügeltür der großen Halle spähend, schaute Draco nach, ob Harry schon am Lehrertisch saß. Doch sein Platz war leer. Er kam nie durch den Hintereingang, sodass Draco vorne wartete. Vereinzelt gingen Lehrer und Schüler an ihm vorbei, doch von Harry oder Ginny war weit und breit nichts zu sehen. Mr. Malfoy, warten Sie auf jemanden? Es war Remus gewesen, der ihn so verloren an der Tür hatte stehen sehen. Gleich hinter Remus stand Neville. Ja, Sir, ich warte auf Professor Potter. Oh, den habe ich nicht gesehen. Sollte er hinten reinkommen, werde ich ihm Bescheid geben, dass Sie draußen auf ihn warten. Danke, Sir. Nur kurz blickte Draco den beiden hinterher, die den Weg zum Lehrertisch eingeschlagen hatten, bevor er wieder diejenigen im Auge behielt, die in die große Halle hineinstürmten, um zum Mittag zu essen. Ein paar Gänge weiter schlenderte Harry frohen Herzens zur großen Halle. Noch immer war sein Gesicht mit einem breiten Lächeln versehen, denn die letzte Unterrichtsstunde hatte ihm sehr gefallen. Es war lustig gewesen und die Schüler, alle Schüler, hatten das Thema beim ersten Mal begriffen, was ein befriedigendes Gefühl in ihm ausgelöst hatte. Er war zufrieden, auch mit sich selbst. Geistesabwesend passierte er einen abzweigenden Gang, in welchem er nur aus den Augenwinkel zwei Personen sah, die dicht nebeneinander standen und sich zu küssen schienen. Harry stutzte und blieb stehen, bevor er mit in Falten gelegter Stirn zurückging, um in den Gang zu schauen. Seine Stirn kletterte sich wieder, aber nur kurz, denn seine Augenbrauen schossen in die Höhe. Im Anschluss bemerkte er, wie sich ein freches Grinsen in sein Gesicht niederschlug und er konnte nichts dagegen unternehmen. Er ging ein paar Schritte auf die beiden zu, baute sich vor ihnen auf und wartete, bis sie voneinander lassen und ihn bemerken würden. Lange brauchte er nicht zu warten. Minervas seliges Lächeln, das sie eben erst noch ihrem Gatten geschenkt hatte, wurde von der Erkenntnis aus dem Gesicht gefegt, einen Beobachter gehabt zu haben. Albus folgte ihrem Blick und betrachtete Harry,
dessen albernes Grinsen das freche Funkeln in den Augen des Direktors anzustecken schien. »Aber Professor McGonagall«, sagte Harry übertrieben vorwurfsvoll, bevor er zweimal langsam den Kopf schüttelte. Auch wenn er sich einen Scherz erlaubte, so spielte er seine Rolle offenbar sehr gut, denn eine gesunde Röte schlug sich auf ihren Wangen nieder. »Und Professor Dumbledore, gerade Sie!« Rügend schnalzte er ein paar Mal mit der Zunge. »Sie wissen doch über das Küssen im Gang Bescheid, aber ich werde mal ein Auge zudrücken.« Minerva hatte sich wieder gefangen und blickte Harry mit ernster Miene an, doch er hielt sich nicht zurück. »Ich werde von einem Punktabzug absehen«, funkelte er. »Wie großzügig, Harry«, kam es von Minerva mit gewohnt ernster Stimme. »Trotzdem denke ich, dass eine Strafarbeit angemessen wäre.« Während Albus sich alles in Ruhe anhörte und die ganze Zeit über sehr amüsiert schien, wirkte Minerva nun ein wenig erbost, was Harry nicht davon abhielt, anzufügen: »Ich denke, Mr. Filch würde sich sehr über ein wenig Hilfe am Abend freuen.« Der jetzige Blick, den Minerva ihm zuwarf, ging ihm durch Mark und Bein, so dass er die Situation schnell wieder entschärfte. »Natürlich auf freiwilliger Basis.« Breit grinsend wandte sich Harry wieder ab, um erneut den Weg in die große Halle anzutreten. Da drehte er sich noch einmal um und zwinkerte beiden zu. Vor der großen Halle war jetzt großer Trubel, denn der größte Schwung Schüler zwängte sich zum Mittagessen in den riesigen Saal. Draco bemerkte gar nicht, dass jemand vor ihm stand, bis man ihn am Ärmel zupfte. Erschrocken blickte Draco nach unten. »Wer bist du denn?«, fragte er den schmächtigen kleinen Jungen. »Ich bin Linus Corellian. Ich wollte wissen, ob ihr noch einen Treiber sucht.« Ungläubig verzog Draco sein Gesicht, was ihn für einen Moment hässlich machte. »Du willst Quidditch spielen?« Der Junge nickte heftig. »Aus welcher Klasse stammst du?« »Ravenclaw, erste Klasse.« »Erste Klasse? Dann hast du ja noch nicht mal einen eigenen Besen.« Der Junge kniff beleidigt die Augen zusammen. »Ich habe einen, den durfte ich nur nicht mitbringen.« »Und dann hast du schon oft auf einem Besen gesessen?«, fragte Draco. Bevor er aufblickte, um die Menschenmenge im Auge zu behalten, falls Harry auftauchen würde. »Sonst würde ich ja wohl nicht fragen, oder? Braucht ihr nun einen Treiber oder bin ich euch zu klein?« Deutlich war herauszuhören, dass Linus bereits beim Captain der eigenen Quidditch-Mannschaft nachgefragt haben musste. »Mann, Linus«, er legte eine Hand auf die Schulter des zierlichen Schülers. »Ehrlich gesagt habe ich Angst, dass du auf einem Besen Schlagseite bekommst, wenn du den Schläger in der Hand hältst.« »Willst du mich veräppeln?« Missgestimmt stieß Linus die Hand weg, die auf seiner Schulter ruhte. »Nur damit du es weißt, ich spiele seit meinem 6. Lebensjahr Cricket und ich habe als Batsman noch jeden Ball getroffen.« Gekränkt ließ der Ravenclaw Draco stehen, der ihm verdutzt hinterher schaute, weil ihm wagemutige Gedanken durch den Kopf gingen, obwohl er mit dem Begriff Cricket nichts anzufangen wusste. Aber »Spiele seit meinem 6. Lebensjahr und jeden Ball getroffen« hörte sich sehr vielversprechend an. Linus überholte in der großen Halle einen Erwachsenen und plötzlich bemerkte Draco einen Kopf mit strubbeligen Haaren. Harry muss längst an ihm vorbeigegangen sein und war schon auf dem Weg zum Lehrertisch. »Harry«, nein, er durfte ihn nicht beim Vornamen nennen. »Professor Potter.« Harry blickte sich um und versuchte, denjenigen ausfindig zu machen, der nach ihm gerufen hatte. Als er Draco erkannte, ging er zurück auf den Flur. Mr. Malfoy?« »Ich muss mit Ihnen reden.« Weil Draco so ernst geklungen hatte, ließ Harry sich von ihm ein paar Schritte wegführen, sodass sie nicht nur ungestört reden, sondern vor allem auch auf die höfliche Anrede verzichten konnten. Das war's leider schon wieder mit der heutigen Ausgabe unseres Hörbuches zur Harry Potter Fanfiction »Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit«. Wenn es dir gefallen hat, lass uns gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Über einen Kommentar würden wir uns natürlich besonders freuen. Sollte dir das Hörbuch so gefallen, dass du es als MP3 herunterladen möchtest,
oder einfach nur das Projekt unterstützen möchtest, kannst du das ab jetzt auf Patreon tun. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Ciao, bis zum nächsten Mal.